Erst einmal guten Abend. Schön, dass Sie alle hier sind. So spät am Abend an einem Montag. Ich bin Sophie Pornschläge. Ich bin Senior Policy Analyst am European Policy Center in Brüssel, ein Think Tank, der sich in Brüssel mit allen möglichen Politikbereichen auseinandersetzt. Und ich arbeite dort zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor allem. Und ich habe heute Abend die Ehre, diese Runde zu moderieren. Die Runde wird 1,5 Stunden dauern, und es wird hoffentlich genügend Zeit geben für Q&A. Nicht nur hoffentlich, sondern ich werde dafür sicher gehen, dass es genügend Zeit gibt, dass es auch eine interaktive Diskussion wird. Vielleicht kurz zur Veranstaltung selbst. Wie Sie wissen, ist das eine Veranstaltung von der Europa-Union. Die heißt Europäisch Leben, Europäisch Wählen, und es geht in erster Linie um die transnationalen Listen. Die Veranstaltung ist organisiert von einer ganzen Reihe von Landes- und von Kreisverbänden, die ich kurz nennen werde, und zwar Brandenburg, Hamburg, NRW, Schleswig-Holstein, Thüringen und die Kreisverbände Aachen, Diepholz, Frankfurt am Main, Kassel, Schwerin und die JEF Hessen. Es ist also wirklich eine richtige Kooperation, und das freut mich auch sehr. Vielleicht kurz zum Housekeeping. Ich meinte eben schon, es wäre super, wenn die Personen, die nicht reden, ihre Mikros ausschalten könnten, damit es keine Echos gibt, weil sonst hat man irgendwelche Hintergrundgeräusche und kann sich nicht so gut konzentrieren. Dann das Zweite ist, diese Veranstaltung wird aufgenommen und sie wird dann auf YouTube gespielt. Das heißt, falls jemand seine Kamera nicht anmachen will, ist es natürlich in Ordnung. Grundsätzlich ist es für mich und für die Speaker und Speakerinnen angenehmer, wenn die Kamera an ist, damit man sieht, mit wem man spricht. Und es wird jetzt auf Facebook live gestreamt und das Das sollte wollte man ich eben teilen. sagen, genau, das war mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt ist nämlich, dass es auf Facebook gestreamt ist, und Sie können es natürlich auch gerne teilen, und zwar auf der Seite der Europa-Union Frankfurt. So viel zum Housekeeping. Jetzt gehen wir zum Thema über. Und zwar geht es heute Abend um transnationale Listen. Es wird gleich noch eine kleine Einführung geben von Manuel, aber vielleicht als wichtigster Punkt ist, dass es schon 2019 ein großes Thema war und wenig besprochen wurde aus Brüssel, also aus meiner Perspektive. Trotzdem war es in aller Munde, und jetzt geht es auch voran. Und zwar gab es einen Bericht von Dominique Ruiz de Weser, der dieses Jahr, also letztes Jahr, vorgestellt wurde und jetzt im Verfassungsausschuss des Europaparlaments, also dem AFCO-Ausschuss, besprochen wird und es hoffentlich dazu auch eine Entscheidung geben wird, sehr bald. Vielleicht noch ein Punkt aus Brüsseler Perspektive auch. Das ist sehr interessant zu sehen, dass das Thema in Deutschland sehr viel besprochen wird. Nicht so sehr tatsächlich in anderen europäischen Ländern oder nicht mit dem Enthusiasmus, würde ich sagen. Und es ist auch interessant zu sehen, dass wir vielleicht immer noch keine europäische Öffentlichkeit haben, um solche Sachen zu diskutieren. Also es vielleicht ein nächster Schritt ist, auch nochmal mit unseren französischen Partnern oder unseren polnischen Partnern zu sprechen und wissen, was sie darüber denken. So, jetzt gehe ich über zur Vorstellung der Rednerinnen und Redner, weil wir haben eine ganze Reihe sehr hochkarätiger Redner heute Abend. Und zwar haben wir die ganzen Parlamentarier, die in den Ausschüssen sitzen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und zwar haben wir Gabriele Bischoff hier für die stellvertretende Ausschussvorsitzende für die Socialists and Democrats, also SPD. Sven Simon, der auch da ist, Schattenberichterstatter der EVP, also der CDU in Deutschland. Damian Böselager, der auch Schattenberichterstatter ist für die Grünen, also für Volt in Deutschland. Und dann haben wir noch Svenja Hahn, die auch Europaabgeordnete ist für Hamburg und zwar für Renew Europe, das heißt die FDP. Und dann, last but not least, haben wir auch Manuel Müller mit dabei uns. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen und auch der, würde ich sagen, relativ bekannte Betreiber des Blogs Der Europäische Föderalist, das ja immer sehr gerne gelesen wird. So viel dazu. Ich habe jetzt auch genug geredet und würde direkt an Manuel übergeben, damit er uns eine kleine Einführung gibt in, was sind eigentlich transnationale Listen und warum ist es so wichtig, warum diskutieren wir das heute Abend. Deswegen, Manuel, the floor is yours, wie man sagt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen, auch weil ich annehme, vor einem solchen Europa-Union-Publikum sind wahrscheinlich Transnationalisten auch kein ganz, ganz neues Thema. Es geht um die Reform des Europawahlrechts, also um ein ganz besonders dickes Brett bei der Demokratisierung der Europäischen Union. Das Europawahlrecht, Sie wissen, das ist auf europäischer Ebene geregelt. Und um diesen Direktwahlakt zu ändern, kann das Europäische Parlament einen Vorschlag machen, der dann von den Mitgliedstaaten im Rat einstimmig
angenommen werden muss, also auch noch geändert werden kann, dann einstimmig angenommen werden muss. Und dann müssen noch die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten das jeweils bestätigen. Also es ist ein Verfahren, das aufwendig ist, fast so wie eine Reform der Verträge. Entsprechend nicht verwunderlich, dass es immer wieder sehr, sehr schwer gefallen ist, bei so einem Thema voranzukommen. Die letzte Reform des Direktwahlakts wurde 2015 vom Europäischen Parlament eingeleitet, erst 3 Jahre später, 2018, vom Rat verabschiedet, ist bis heute nicht ratifiziert. Also das nur als Hintergrund, dass es hier eben tatsächlich um ein sehr dickes Brett geht. Der neue Anlauf jetzt ist sogar noch ambitionierter als der von vor 7 Jahren, weil eben jetzt auch wieder das große Thema transnationale Listen mit auf der Agenda steht. Auch das kein ganz neues Thema. Auch hier gab es in der Vergangenheit schon gescheiterte Anläufe, 2012 einmal, 2018 einmal. Aber dass das Thema jetzt wieder so aktuell ist, liegt eben auch daran, dass es gerade unter Föderalistinnen und Föderalisten immer wieder gepusht wurde als eine wichtige Forderung zur Demokratisierung der EU und auch eine Forderung, die zuletzt bei der Konferenz zur Zukunft Europas wieder an Schwung gewonnen hat. Transnationale Listen waren auf der digitalen Plattform zur Konferenz zur Zukunft Europas eine der populärsten Forderungen überhaupt und sind auch von dem Bürgerpanel zum Thema Demokratie nochmal empfohlen worden. Also von daher gibt es eben jetzt gerade auch nochmal Rückenwind und Momentum für dieses Thema als eben etwas, was durchaus auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei der Plattform und bei den Bürgerpanels eingebracht haben, auf große Zustimmung gestoßen ist. Worum geht es? Es geht letztlich darum, die Europawahl zu europäisieren, wenn man so möchte. Sie wissen es, das Wahlsystem heute besteht im Grunde aus 27 nationalen Einzelwahlen, für die es zwar eine europäische Rahmenregelung gibt, aber eben in der Durchführung gibt es feste nationale Kontingente. In jedem Land stellen die eigenen nationalen Parteien Kandidatinnen und Kandidaten auf. Und auch die Wahlkämpfe finden in einem sehr stark nationalen Rahmen statt. Das hat letztlich Probleme und Auswirkungen auf die Legitimität der Europawahl insgesamt. Denn wenn man möchte, dass die europäische Bevölkerung sozusagen sich gut vertreten fühlt im Europäischen Parlament, dann ist es durchaus relevant, dass Parteipolitik nicht nur als etwas Nationales verstanden wird. Denn jede nationale Partei ist im Europäischen Parlament doch nur ein ziemlich kleiner Akteur. Und solange man da sozusagen nur auf nationale Parteien blickt, wird dieses Gefühl, durch die Europawahl tatsächlich etwas verändern zu können, sich kaum einstellen in der Bevölkerung. Das heißt, wenn man die Europawahl als quasi den großen demokratischen Legitimationsakt der EU sehen möchte, ist es von entscheidender Bedeutung, europäische Parteien zu stärken, in der Debatte in Sichtbarkeit zu geben. Und das ist sozusagen letztlich das, was hinter vielen von den demokratischen Reformen der letzten Jahre stand. Das war die Motivation hinter dem Spitzenkandidatenprinzip, wo eben die europäischen Parteien es gewissermaßen an sich gerissen haben, Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der Kommissionspräsidenten zu präsentieren. Und eben gewissermaßen einer ähnlichen Logik folgt diese Idee transnationale Listen, in denen es eben zusätzlich zu den nationalen Kontingenten, die es heute gibt, dann auch einen gesamteuropäischen Wahlkreis gäbe, für den dann die europäischen Parteien Listen aufstellen, die in allen Mitgliedstaaten dieselben wären, die in allen Mitgliedstaaten zur Abstimmung stünden und in der eben in der jetzt diskutierten Form transnationale Listen dann jede Wählerin, jeder Wähler 2 Stimmen hätte, eine für die nationale Partei, für die Nationalliste, für das nationale Sitzkontingent und eine eben für eine europäische Parteiliste im Rahmen von diesem europäischen Sitzkontingent. Was verspricht man sich von so einer Reform? Zunächst mal ist es ein symbolischer Akt. Es wäre das erste Mal, dass es eben tatsächlich eine wirklich transnationale Wahl gäbe in Europa mit
transnationalen Wahlgleichheitsprinzip. Jeder europäische Bürger hätte eine Stimme, die überall gleich viel zählt. Und damit würde sozusagen die europäische Bevölkerung als ein gemeinsames europäisches Wahlvolk auftreten. Gleichzeitig würde es natürlich auch das Spitzenkandidatenverfahren nochmal stärken, indem die Spitzenkandidaten eben auch tatsächlich auf den Listen stünden und damit überall wirklich wählbar wären. Also wären sozusagen wahrgenommen, nicht mehr was gewissermaßen Fiktives, sondern jemand, dem man tatsächlich mit einem Kreuz seine Stimme geben kann. Zweitens geht es einfach auch um die sozusagen machtpolitische Stärkung der europäischen Parteien. Bei einem Wahlliste, die aufgestellt werden muss, geht es immer auch um eine Art Abhängigkeits- oder Loyalitätsverhältnis zwischen Kandidatinnen und Kandidaten und ihrer jeweiligen Partei, indem eben die Partei es ist, die Liste aufstellt, und von der Partei ist man abhängig, wenn man wieder auf die Liste kommen möchte. Das ist ein Mechanismus, der eben durchaus seinen demokratischen Sinn hat, damit Parteien überhaupt die politische Debatte prägen und strukturieren können, und wo eben auf europäischer Ebene die europäischen Parteien bis jetzt kaum einen solchen, sozusagen so eine strukturelle Loyalität von ihren Abgeordneten bekommen können, weil eben am Ende es immer die nationalen Parteien sind, die Listen aufstellen. Hier wäre eben die Hoffnung, über eine transnationale Liste entstünde so eine Art strukturelle Loyalität von Europaabgeordneten, die auf dieser Liste kandidieren wollen, gegenüber der europäischen Partei, was dann einfach die Art, wie man sich präsentiert, sozusagen die Parteibasis und die Wählerbasis, die man als KandidatInnen und später als Abgeordnete anspricht, verändern würde. Also da ist die Hoffnung, dass man auf diese Weise dann auch Diskurse, Wahlkampf, Reden europäisiert und dass sich natürlich auch dann hinterher auf die Art auswirkt, wie die Europawahl wahrgenommen wird. Denn das wäre der dritte Effekt, den man sich von transnationalen Listen erwartet: eine größere Sichtbarkeit für europäischen Parteien, wenn sie auf dem Wahlzettel stehen, wenn dann entsprechend auch sie in der Wahlkampagne es einen Anreiz gäbe, sie bekannter zu machen, auch wenn es sozusagen durch die Nominierungsparteitage dann einen Anlass gäbe, an dem die Medien dann auch darüber berichten, dass hier die europäischen Parteien als Akteure in den Wahlkampf eingreifen. Also alles das wären Mechanismen, über die europäischen Parteien an Bedeutung gewinnen würden und letztlich eben so die Hoffnung auch an öffentlicher Sichtbarkeit und damit die Chance entstünde, dass man sich mit ihnen als Wähler dann auch hinterher identifiziert. Gegenargumente, die gegen die transnationalen Listen immer wieder zu hören sind: das ist auf jeden Fall ein neuartiges System, das die Europawahl etwas komplizierter machen würde als bisher. Etwas, woran man sich dann als Wählerin, als Wähler eben auch erstmal gewöhnen müsste. Dieser Wunsch, europäische Parteien sichtbar zu machen, ist natürlich in gewisser Weise auch eine Zumutung, dass dann eben plötzlich neue Parteienkürzel die Europawahl verwirren würden, wenn man so möchte. Ein anderer Kritikpunkt, der bisweilen zu hören ist, ist, dass es dadurch gewissermaßen zwei Kategorien von Abgeordneten stünden, also die national gewählten, die europäisch gewählten. Das ist etwas, was man in Deutschland auch kennt mit den Direktkandidaten und den Listenkandidaten bei der Bundestagswahl, aber die Sorge ist ein bisschen da, dass das zu einer Art informellen Hierarchie führen würde, die dann die Dynamik im Europäischen Parlament beeinflusst. Es gibt außerdem eine Diskussion, ob die europäischen Parteien gewissermaßen eigentlich schon reif genug sind, um Listen vorzustellen, was die interne Demokratie betrifft, die interne Meinungsbildung der europäischen Parteien. Das ist gewissermaßen ein Henne-Ei-Problem. Man will die Parteien stärken, damit es einen europäischeren Diskurs gibt. Aber natürlich ist ohne so einen europäischen Diskurs die Parteien zu stärken, sorgt dann auch zu Vorbehalten. Und schließlich war realpolitisch vielleicht ein zentrales Problem die Rolle der kleineren Staaten, die natürlich im Europäischen Parlament bis jetzt durch das Prinzip der degressiven Proportionalität privilegiert sind, wenn man so möchte, und die das bei transnationalen Listen mit echter Wahlgleichheit nicht mehr wären, sodass es da immer wieder die großen Staaten waren, die diese Idee unter den Regierungen eher gut gefunden haben als die kleinen. Deswegen war jetzt bei der aktuellen Reform ein sehr wichtiges Thema die Frage, wie eine
oder ist bei der aktuellen Reform ein wichtiges Thema, die Frage, wie man durch Quotenregelungen für die kleineren Mitgliedstaaten dafür sorgen kann, dass die sicher auf den transnationalen Listen präsent sind. Das ist ja noch ein Quatsch. Und man dadurch eben dann hinterher im Rat auch eine größere Zustimmung erzielen könnte. Also das war jetzt vielleicht so ein kleiner Aufriss der Debatte, wie sie in den letzten Monaten und Jahren immer wieder geführt wurde und wie sie eben aktuell dann auch noch geführt wird mit gerade der Nachricht, die wir heute bekommen haben, dass im Ausschuss für konstitutionelle Fragen im Europäischen Parlament die Abstimmung verschoben wurde, weil immer noch nach Kompromissen gesucht wird. Und deswegen glaube ich, ist es heute wunderbar, dass wir eben vier Europaabgeordnete hier haben, die uns ihre Sicht darauf zeigen können. Danke, Manuel, und danke auch für diese kleine Einführung, weil auch wenn das Thema viel besprochen wird, ist es nochmal gut. Recording in progress. Jetzt wird aufgenommen. Ist es nochmal gut zu hören, was genau damit gemeint ist und auch die Kontraargumente, weil darauf wäre ich auch eingegangen. Und auch die Tatsache, dass es tatsächlich nicht einfach ist, es durchzubekommen, weil eben auch der Rat noch was zu sagen haben. So viel dazu. Vielleicht kurz noch zu den Fragen. Stellt gerne eure Fragen direkt im Chat oder hebt eure Hand später und ich würde dann sie sofort rannehmen, sobald wir mit den Rednerinnen durch sind. Jetzt nun zu unseren Rednerinnen und Rednern, also den Parlamentariern. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind. Und ich würde auch gleich anfangen mit Gabriele Bischoff von der SND und ihre Sichtweise auf, also ihrer Partei, würde ich ganz gerne wissen, auf transnationale Listen und vielleicht auch, wenn Sie Zeit haben, kurz zu erklären, was denn jetzt der Stand der Dinge ist oder wo gerade die Konfliktpunkte auch liegen zwischen den Parteien im Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments. Moment, guten Abend auch nochmal in die Runde an alle. Ich freue mich auf die Debatte. Es ist ja schon gesagt worden, dass der Berichterstatter für diesen Bericht von meiner Fraktion kommt, Dominik Ruiz de Vesa. Und ich finde, eine außerordentliche Arbeit geleistet hat, um hier auch einige der Bedenken, die ja genannt worden sind, aus dem Weg zu räumen. Aber ich möchte noch mal vorher ansetzen, dass in der Tat, glaube ich, der Zeitpunkt wirklich günstig ist. Und es ist ja gesagt worden, wir haben schon viele Anläufe gehabt eben dazu. Aber das hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Jetzt sind wir an einem Punkt innerhalb der EU, wo wir sehen, dass wir mit den normalen Verfahren nicht mehr weiterkommen und man ja diesen großen Reformprozess gestartet hat, die Zukunftskonferenz und eben versucht auch unter großer Bürgerbeteiligung Reformvorschläge für die Zukunft zu machen. Das gibt mir schon ein Stück Optimismus, weil wenn man sich die Geschichte im Parlament und im Rat anguckt, der Versuche, transnationale Listen zu etablieren, dann kann einen das ja erstmal nicht sonderlich optimistisch machen, weil man sich fragt, okay, warum sollte es diesmal klappen? Und für mich ist der Hoffnungsschimmer hier tatsächlich, ich war auch letzte Woche ja bei der Zukunftskonferenz, dass wir sehen, dass das auch für die Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Thema ist und dass sie das selbst ja auch mit eingebracht haben. Meine Fraktion unterstützt mehrheitlich diesen Ansatz. Wir haben den Entwurf von Dominik wirklich jetzt schon oft in unserer Fraktion diskutiert, öfter als wir andere Berichte diskutieren. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass wir einerseits hier ein Zeitfenster haben, einen neuen Ansatz, aber auf der anderen Seite, dass wir auch unter Zeitdruck stehen, einfach weil, wenn wir sicherstellen wollten, dass es zur nächsten EP-Wahl wirklich die Reform des Wahlrechts gelingt, dann müssen wir jetzt wirklich auf die Tube drücken. Und da glaube ich, werden wir heute Abend dann von unterschiedlichen Seiten hören, ob das gelingen kann oder nicht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, auch angesichts der Tatsache, dass wir eine ganze Reihe von Regierungen haben, wie beispielsweise die deutsche Bundesregierung, die das ja auch in ihrem Koalitionsvertrag verankert hat, wie die französische Regierung, aber auch von kleineren Ländern eine ganze Menge, die das auch unterstützen und als Chance sehen, auch weil wir ja wirklich feststellen, dass
die Demokratie immer mehr unter Druck gerät und deshalb auch weitere Instrumente der Europäisierung, auch demokratischer Prozesse, auch hier einen Push geben können. Vielen Dank, Frau Bischoff. Und Sie haben sich auch kurz gehalten, das weiß ich sehr zu schätzen. Dann würden wir übergehen zu Herrn Sven Simon von der EVP. Vielleicht können Sie auch erzählen, wie Ihre Partei das sieht und ob sich in der, also ich weiß, dass Sie eigentlich eher dagegen waren und was die Argumente dafür waren oder ob Sie einen Kompromiss gefunden haben, mit dem Sie auch zufrieden sind. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr spannend, dass wir mal in dieser Runde über transnationale Listen sprechen. Das ist in der Tat kein ganz neues Thema, aber ein aktuelles Thema, weil wir eben im Verfassungsausschuss gerade noch am Verhandeln sind, die Abstimmungsweise noch verschoben haben, aber es ist doch schon möglich, dass da ein Kompromiss herauskommt. Ob das dann wirklich dazu führt, dass bei der nächsten Europawahl der Gesetzgebungsakt schon vorliegt, das würde ich dann doch eher ein bisschen skeptischer sehen. Denn es müssen eben, wie das ja auch richtig dargestellt worden ist, alle Staats- und Regierungschefs, also die Regierungen, letzten Endes, wenn auch formell der Rat eben zustimmen und dann eben auch die nationalen Parlamente, wo wir teilweise wie in Deutschland 2/3 Mehrheiten brauchen im Bundestag und Bundesrat. Das ist zwar auch wiederum umstritten, aber daran sieht man, dass die Hürde, wie das auch schon richtig dargestellt worden ist, so hoch ist wie eine Vertragsänderung. Bei sehr vielen Punkten sind wir uns eigentlich einig und auch heute Abend, denke ich, unter den Kolleginnen und Kollegen einig. Auch wir als Europäische Volkspartei sind für eine europäische Zweitstimme bei Europawahlen, mit denen Kandidatinnen und Kandidaten europäischer Parteien gewählt werden können, weil wir einfach denken, dass dadurch die Sichtbarkeit bzw. die Wählbarkeit europäischer Parteien und der Spitzenkandidaten gestärkt wird. Und eines der Demokratieprobleme in Europa, was wir auch heute Abend deutlich sehen, ist, dass wir nicht europaweit eine Öffentlichkeit schaffen, sondern immer nur in unseren nationalen Denkstrukturen ein bisschen verharren. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Wir haben in der Europäischen Volkspartei einen Vorschlag vorgestellt. Das ist neu im Unterschied zu der Verhandlung vor 5 Jahren, in dem statt einer transnationalen Liste 27 plus ein Europaabgeordnete durch eine transnationale Stimme gewählt werden sollen, pro Mitgliedstaat eine Abgeordnete, ein Abgeordneter einer europäischen Partei und europaweit eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat. Warum wollen wir dieses System? Ich gebe ganz offen zu, dass ich so ein bisschen von meinem akademischen, theoretischen Hintergrund ursprünglich an dieses Pfeil herangegangen war und der Überzeugung war, im Grunde wäre es am besten, wir machen ein sogenanntes Grabenwahlrecht, so ähnlich, aber nicht ganz so verquickt wie in Deutschland, dass wir die Hälfte der Abgeordneten mit transnationalen Listen wählen und die andere Hälfte in Mehrpersonenwahlkreisen, die ja auch transnational grenzüberschreitend sein können, wenn sich das anbietet, wie zum Beispiel in der Oberpfalz und der Tschechischen Republik. Da kann man sich sowas denken. Weniger vielleicht bei Luxemburg oder so, wo es dann andere Vorbehalte gibt. In diesem Gesetzgebungsprozess sind dann allerdings zahlreiche Argumente vorgetragen worden, die ich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, die mich dann doch noch mal zum Nachdenken gebracht haben und die letzten Endes auch zu diesem Alternativvorschlag geführt haben. Transnationale Listen, sagen viele, da laufen wir Gefahr damit, dass hier intergouvernementale Listen entstehen und dass wir viele Probleme schaffen, die wir zum Beispiel heute in manchen Mitgliedstaaten schon haben. In Spanien zum Beispiel sind die Kollegen der Abgeordneten sehr stark abhängig von den nationalen Parteivorsitzenden. Und da regieren die nationalen Regierungen oder Parteivorsitzenden sehr stark, sogar bis in das alltägliche Abstimmungsverhalten hinein. Zweiter Punkt, es würde bei transnationale Listen so die Befürchtung, eine Brüsseler Blase entstehen, dass man also insbesondere dann, wenn man nur einen Teil 7, 21, 27, 28, 46, das sind die Zahlen, die zurzeit diskutiert werden. Die rühren daher, dass ein Teil der Abgeordnetenplätze nicht besetzt ist zurzeit wegen des Brexit. Dann würde neben diesem Zwei-Klassen-System, wo wir etwas besser und etwas schwächer legitimierte Abgeordnete dann hätten, auch die Entfernung, und das ist ja eines unserer zentralen Probleme, zu den Bürgerinnen und Bürgern noch weiter wachsen. Denn jemand, der nur bei einem europäischen Parteitag legitimiert wird oder der abhängig ist von einem europäischen Parteivorsitzenden oder den Staats- und Regierungschefs, die die Liste am Schluss machen, der gibt sich wahrscheinlich weniger Mühe. Und das ist sowieso schon ein bisschen ein Problem, dass wir häufig zu wenig präsent sind vor Ort. Ein ganz praktisches Problem, was bei unterschiedlichen Parteien unterschiedlich stark ausgeprägt ist,
Da geht es um die fragmentierten Parteiensysteme. Wir haben in der Europäischen Volkspartei viele Parteien in den Mitgliedstaaten, die gegeneinander bei der Wahl in Wettbewerb stehen. Nicht so wie CDU und CSU in Deutschland. In Deutschland gibt es das Phänomen weniger stark ausgeprägt, aber es wäre jetzt zum Beispiel Volt und die Grünen. Und danach sind sie aber in einer Fraktion. Da ist das nicht so problematisch, glaube ich. Aber was zum Beispiel aus Schweden oder aus Rumänien bei uns berichtet wird, aus Bulgarien berichtet wird, Rumänien gibt es ein Minderheitenproblem, dass dann die ungarische Minderheit zum Beispiel fürchtet, einen Sitz zu verlieren. Also jedenfalls kandidieren die bei der Europawahl sehr stark gegeneinander, sind dann später in einer Fraktion. Das scheint irgendwie noch kommunizierbar zu sein. Wenn die aber auf eine Liste gepresst würden, dann gäbe es irgendwie Probleme, das zu erklären. Ein ganz großes Problem ist die Verzerrung des politischen Gleichgewichts der Mitgliedstaaten. Und da ist in der Tat daran gearbeitet worden mit verschiedenen Quoten. Aber Vertreterinnen und Vertreter aus kleinen Mitgliedstaaten haben die Befürchtung, dass sie auf diesen transnationalen Listen schlechter behandelt würden, was ich selbst nicht glaube. Aber es ist eben nicht so überzeugend, wenn es einer sagt aus einem großen Mitgliedstaat, weil sie eben sagen, naja, wenn man da jetzt einen Deutschen draufsetzt oder eine Deutsche, dann hat man absolut mehr Stimmen, weil das Land größer ist und mehr Stimmen daherkommen. Ob das sich wirklich so entwickeln würde, weiß ich nicht. Die EVP hat mit dem letzten Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und der gerade letzte Woche gewählten Parlamentspräsidentin bewiesen, dass auch Personen aus kleinen Mitgliedstaaten etwas werden können in der Europäischen Union. Naja, und dann ist eben ein Stück weit ja, das Argument, wir versuchen hier ein Problem zu lösen, wo aber gar nicht das größte Problem eigentlich existiert. Wahrscheinlich ist es so, dass wir, wenn wir über demokratische Legitimation in der Europäischen Union sprechen, nicht das größte Problem mit dem Wahlsystem haben, sondern, und insofern stimmt es schon zum Teil, dass wir eben eine europäische Öffentlichkeit bräuchten, einen Diskurs, auch dieses Henne- und Ei-Thema würde ich ähnlich beantworten. Allerdings fehlt es uns mehr an einem Rückbindemechanismus, an einer Wählbarkeit, Abwählbarkeit. Die Zusammensetzung der Europäischen Kommission ist ein großes Problem, weil die mitgliedstaatlichen Regierungen ja die Kommissare und Kommissarinnen vorschlagen. Die schwere Veränderbarkeit von Unionsrecht ist ein Problem. Und wenn dann davon gesprochen wird, Herr Müller hat das auch getan, dass man sich strukturelle Loyalität verspricht, dann ist eben gerade die Frage, wem gegenüber Loyalität? Demjenigen gegenüber, der die Liste aufstellt. Also das ist ein bisschen ein Problem oder das sind so die Probleme, die sich darstellen. Es gibt formale und es gibt praktische Probleme. Das formale Argument, was auch immer wieder mal vorgetragen wird, dass es keinen einzigen Bundesstaat in der Welt gibt, der transnationale Listen hat. Auch in Deutschland ist es ja so, wir haben eine Spitzenkandidatin, einen Spitzenkandidaten, der später Kanzler oder Kanzlerin wird, aber nur gewählt werden kann in dem Bundesland, wo sie oder er auf der Liste steht oder in dem Wahlkreis eben, wo sie antritt oder er. Und insofern ist es wahrscheinlich nicht das größte Problem, aber es müssen eben möglichst viele mitgenommen werden, weil wenn man ein Wahlrecht ändert und das auf ganz dünner Mehrheit nur basiert, dann findet es im Zweifel keine Akzeptanz. Und das ist ein bisschen abschließend die Situation momentan, dass wir eben einen Kompromiss versuchen müssen, der von einer breiten Mehrheit im Europäischen Parlament getragen wird und nicht nur eine knappe Mehrheit. Und da versuchen wir, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Und das, was vielleicht noch ganz abschließend ein bisschen ein Problem an diesem Fall ist, dass man zu viel reinpackt und auch noch andere Probleme, bislang keinen Kompromiss haben finden können, aber die spielen ja heute Abend keine Rolle, weil wir uns konzentrieren auf die transnationalen Listen. So vielleicht von mir, denn genügt es aber auch für das Eingangsstatement. Vielen Dank, Herr Simon. Und auch ein schönes Schlusswort zu sagen, dass man in der EU immer Kompromisse finden muss. Das ist mir sehr stark aufgefallen, seit ich hier sitze, dass man im Grunde nie zufrieden sein kann, weil es immer ein Kompromiss ist, aber es ist immer besser, als keine Handlung zu haben. So, wir gehen über zu Damian Böselager, der Schattenberichterstatter für die Grünen von der Volt-Partei, der, so viel ich weiß, die transnationalen Listen auch unterstützt. Damian. Das ist korrekt. Gemeinsam mit Sven Simon und einigen anderen sitzen wir da in der engen Abstimmungsrunde und versuchen, das jetzt auszuverhandeln, um dafür zu sorgen, dass wir dann den nächsten Schritt mit Europa machen. Und für mich ist das auch die Vergleichsbasis für diese gesamte Diskussion. Ja, man kann irgendwie in diese Bubble hineingehen und überlegen, okay, was gibt es alles für kleine Probleme, große Probleme? Aber ich glaube, wenn man
mal diesen Schritt hinaus macht und über die Zukunftskonferenz nachdenkt und die sich anschaut und auch mal rumfragt mit Bürgerinnen und Bürgern, dann sieht man, es gibt zuallererst eine große Veränderungsbereitschaft und auch einen Veränderungswillen in der europäischen Bevölkerung. Ja? Also wir haben vielleicht irgendwie unsere Vorstellung, wie alles funktioniert, aber ich glaube, es grundsätzlich scheint es eine große Ambition zu geben, zu sagen, wie kann man Europa weiterentwickeln? Und das ist für mich die wichtigste Frage, dass man nicht nur sagt, der Status quo ist, wie er ist, gut, sondern Brexit ist gerade passiert. Also was können wir jetzt machen, um die Europäische Union irgendwie in die nächste Richtung zu führen? Und gerade gibt es, schön, dass ich so weit aushole, aber einen fundamentalen Konflikt der politischen Ideologien. Die einen sagen, wir wollen Europa zu einem wirklichen Europa der Regierungschefs ummodeln und wirklich dahin führen. Das sind so also Morawiecki, der polnische Premierminister und noch ein paar andere. Und die anderen sagen, und das wäre dann sozusagen immer der Wettstreit der Nationen gegeneinander. Und die andere politische Philosophie ist zu sagen, nein, wir wollen einen Wettstreit der europäischen Ideologien gegeneinander. Also dass man sagt, die Konservativen und die Sozialdemokraten sollen sich austauschen. Das wäre dann eher so ein demokratisches System, während das andere eher so ein System der Regierungschefs wäre. Und gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, entwickelt es sich wirklich mehr in diese Richtung des Austausches oder des Kampfes, des Wettstreites der nationalen Interessen. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, ein starkes Zeichen zu setzen für diesen Wettstreit der Ideologien. Und die transnationalen Listen sind einfach im Moment das Beste und, wenn ich das so sagen darf, auch das irgendwie sozusagen pragmatisch eigentlich das einzige zu erreichende System im Wahlrecht, was wir da jetzt nutzen können, um diesen Schritt zu machen. Genauso wie Sven und wie das auch tatsächlich von der Zukunftskonferenz vorgeschlagen wird, ist es bei Volt so, dass wir auch dafür stehen, dass es eben zwei Stimmen gibt, dass es eine Stimme gibt, die einen Direktwahlkandidaten bestimmt, um eben diese Abhängigkeit der Abgeordneten zu schwächen und zu sagen, die sind wirklich sozusagen ihren Bürgerinnen und Bürgern in erster Linie verantwortlich, lokal, und dann eine zweite Stimme gibt, um eben um dieses First-Past-the-Post-Problem rumzukommen, was in England ja auch die gesamte politische Landschaft zerstört, wo eben die Leute also tatsächlich nur durch die Erststimme abgebildet sind, was, glaube ich, auch nicht gut ist, sondern es braucht auch diese die Repräsentanz des Querschnitts, wenn man so will, oder des Durchschnitts der Bevölkerung und der Unterstützung der einzelnen Parteien. So, das ist Volt's Idee. Okay, da sind wir jetzt nicht, sondern wir haben 705, ich glaube, mit Präsidenten 706 gewählte Abgeordnete über die Systeme, wie sie derzeit existieren. Und es gibt keinerlei politischen Willen, leider, diese Erststimme anzugreifen. So, das heißt, uns bleiben jetzt noch diese anderen Sitze, die 45 oder 46 anderen Sitze. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir mit denen umgehen. Und natürlich ist es so, um mal ganz deutlich zu sprechen, dass sowohl von Sozialdemokraten als auch von Liberalen, als auch von Grünen und für die Grünen bin ich ja als Volt sozusagen verhandle, einen klaren Willen dafür gibt, transnationale Listen aufzusetzen und die proportional zu bestimmen. Das heißt nicht, dass es irgendwie nochmal national jetzt noch eine Person hinzugewählt wird, wie das Sven in einem Vorschlag auch mal gemacht hat, oder die Konservativen insgesamt, sondern dass man eben proportional versucht, eben diese politischen Ideologien gegeneinander aufzuwägen. Und das ist für mich super wichtig. Das heißt ganz simpel, dass man eine Liste wählt, in der die Kandidaten einer politischen Gruppe stehen, mit einer Zweitstimme, mit dem Namen dieser politischen Gruppe da oben drüber. Das heißt, man würde für die EVP eine Liste wählen, auf der Manfred Weber oder wer auch immer und die Kandidaten darunter überall in allen europäischen Ländern gleich wären. Und dann hätte man tatsächlich diese Visibilität, die Sichtbarkeit einer europäischen Partei gegeben. Man hätte die Sichtbarkeit eines europäischen Spitzenkandidaten gegeben. Und dann wären die auch tatsächlich wählbar. Und warum ist das auch wichtig und glaube meiner Meinung nach auch wichtig für die Konservativen? Weil dieser Spitzenkandidat mit dann, ich habe glaube ich es mal ausgerechnet, mit 44 Millionen Stimmen, jetzt wenn das ein konservativer Kandidat bei der letzten Wahl gewesen wäre und die Leute bei der Zweitstimme so abgestimmt hätten wie bei der Erststimme, dann wäre dieser Kandidat mit 44 Millionen Stimmen tatsächlich in der Lage vielleicht auch gewesen, sich gegenüber dem Rat zu behaupten und zu sagen, ich habe die Mehrheit der europäischen Stimmen direkt hinter mir, direkt hinter meinem Namen auf einer Liste und ich kann jetzt hier wirklich mal sagen, ich möchte bitte europäischer Kommissionspräsident werden und ich kann euch auch sagen, das Europäische Parlament wird niemand anderen akzeptieren, weil ich tatsächlich so gewählt. Also ich glaube, das würde einfach die Diskussion verändern darüber, sind es tatsächlich nur die Länder oder ist es auch das Europäische Parlament und diese politische Ideologie, die die meisten Stimmen hinter sich trägt, die tatsächlich auch die Kommissionspräsidentschaft dann an sich nehmen können. Es gibt natürlich, ich höre dann auch auf, 1000 Punkte dagegen und man kann irgendwie drüber nachdenken, links und rechts, aber ich glaube, es ist eine historische Chance. Wir sind so kurz davor, jetzt hier zu einem Abschluss zu kommen. Die Konservativen haben riesige Schritte gemacht in die Richtung von transnationalen Listen
Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, diesen letzten, sozusagen den letzten Schritt zusammenzufinden, um zu sagen, für das größere Gute, für Ad Majorem Gloriam, ja, also für Europa, um zu sagen, wir können hier wirklich eine europäische Demokratie stärken, den Kampf der Ideologien stärken und dafür sorgen, dass wir nicht in diesen Kampf der nationalen Interessen hinuntergestrudelt werden, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank, Damian. Ich glaube, das ist sehr schön zusammengefasst, auch die Tatsache, dass es eben diese verschiedenen Konfliktlinien gibt in der EU, einmal zwischen den Nationen, einmal zwischen den Parteien, auch in den politischen Ideologien. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, weil ich habe das vorher nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wie man die Hand hebt, aber jedenfalls gibt es unten einen Button, das heißt bei mir auf Französisch Reaction, wahrscheinlich reagieren, ich weiß es nicht. Da kann man aber die Hand heben, das ist der Button ganz unten. Das heißt, falls Sie nachher noch eine Frage stellen möchten, bitte drücken Sie auf den Button, dann kann ich das nämlich sehen und Sie dran nehmen oder Sie schreiben in den Chat. Aber wir haben als letzte Rednerin, und da freue ich mich auch sehr drüber, dass wir praktisch alle Parteien hier haben, Svenja Hahn. Sie ist auch Europaparlamentarierin für Renew Europe, also die FDP in Deutschland, und wird uns auch ihre Positionierung erklären zu den transnationalen Listen und was Renew dazu denkt. Moin und schönen Abend. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich ein bisschen später dazugekommen bin. Ich hatte tatsächlich eine Real-Life-Veranstaltung, die länger gedauert hat. Und man vergisst ja irgendwie ein bisschen die Laufzeiten einzuplanen, wenn man nur noch digital unterwegs ist. Aber ich habe auf jeden Fall das Ende von Gabi noch mitbekommen, den Sven Simon Damien Böselager. Also ich glaube, wir haben hier keine sehr kontroverse Diskussion heute Abend. Ich glaube, Sven Simon ist der noch ein bisschen am kritischsten da drauf guckt, auf das ganze Thema, was ich so ein bisschen rausgehört habe, aber vor allen Dingen auch sehr prozedural, pragmatisch, wie kann man das angehen. Und ich glaube, wir haben im europäischen Mehrheit, im Parlament haben wir eine demokratische Mehrheit, die transnationale Listen befürwortet. Wir haben jetzt auch in Deutschland eine Bundesregierung, das ist Teil des Ampelkoalitionsvertrages, dass die deutsche Bundesregierung sich einsetzt für transnationale Listen. Ich glaube, wir haben Momentum, das auch vorwärts zu pushen. Ich erinnere mich, das sind Themen, über die haben wir schon in der Schule gesprochen. Und man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man das teilweise angehen kann mit den frei gewordenen Sitzen vom Brexit. Ich muss sagen, ich bin persönlich auch sehr davon überzeugt, von transnationalen Listen. Auch meine Partei, die FDP, das ist etwas, was wir unterstützen. Eben weil wir uns davon erhoffen, dass man ein stärker europäisches Bewusstsein auch schafft. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch die pragmatischen Herausforderungen, die man dann hat. Also klar würden natürlich transnationale Listen ein viel stärkeres europäisches Bewusstsein geben. Ich glaube, das wäre auch eine Stärkung der europäischen Parteien. Bei uns die FDP auf Europaebene ist die ALDE, Alliance for Liberals and Democrats for Europe, die eben die nationalen Parteien koordiniert. Und ich glaube, das würde dann auch helfen, das Spitzenkandidatenprinzip stärker festzuschreiben, weil das es da mehr braucht als ein Gentleman's Agreement, haben wir ja beim letzten Mal gesehen, wie das abgelaufen ist. Von daher glaube ich, wäre das ein positiver Beitrag zu der Schaffung einer europäischen politischen Identität. Und ich glaube, das würde es auch einfach stärker zeigen, wie normal das ist, dass wir europäisch sind, dass wir europäisch denken. Und ich glaube, es trägt dem Rechnung, was ohnehin schon Alltag im Europäischen Parlament ist. Ich meine, wir sind alle in Deutschland gewählt. Ich kann jetzt natürlich nicht für die Kolleginnen sprechen, aber ich fühle mich nicht unbedingt nur als Vertreterin deutscher Interessen, sondern wir denken sehr europäisch. Und ich glaube, das Europäische Parlament ist die der drei Institutionen, die am Gesamteuropäischsten denkt und auch handelt, weil wir ja immer sehr kompromissorientiert arbeiten und immer schon eine gesamteuropäische Lösung finden, wohingegen im Rat ja immer so ein bisschen Ellenbogenspiel mit nationalen Interessen ist. Das heißt, ich glaube, das trägt dem durchaus Rechnung der Mentalität, die schon gelebt wird im Parlament. Und ich glaube, es wäre auch eine wesentlich direktere Beteiligung der europäischen Bevölkerung. Ich glaube, ich fand es auch spannend, was Damian auch gesagt hat. Das ist natürlich eine sehr starke Legitimierung, auch wenn du nicht nur national gewählt bist.
Auf der anderen Seite auch die Themen, genau, was Gabi sagt, wir repräsentieren europäische Bürgerinnen. Genau, wir vertreten nämlich eben nicht nur deutsche Bürgerinnen oder italienische oder spanische. Auf der anderen Seite, was bei Sven Simon auch anklang, ist natürlich die Frage, wie kann man das aufziehen? Ich habe auch ein paar Fragezeichen, wenn man sagt, man besetzt jetzt erstmal nur ein paar Plätze damit und nicht das ganze Parlament. Auf der einen Seite sage ich, naja, das kann natürlich auch ein positiver Testlauf sein, zu sehen, wie funktioniert das, ein bisschen im kleineren Rahmen auszuprobieren. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch dann unterschiedliche Legitimationsprozesse der Abgeordneten, was natürlich auch immer mit einem Fragezeichen behaftet sein kann. Ist der eine mehr legitimiert als der andere oder die andere? Also ich glaube, langfristig muss der Weg zu einem ganzheitlichen europäischen Wahlrecht gehen, weil alle Probleme, die dabei vielleicht aufkommen, und auch, ne, macht man das vielleicht wie ein Zweitstimmsystem, jetzt habe ich gerade selber meinen Daumen gehoben, wahrscheinlich, weil ich meinen Daumen bewegt habe, macht man das wie ein Zweitstimmsystem, ne? Wie wir das ja auch in Deutschland kennen, hat man gegebenenfalls eine Überrepräsentanz von großen Mitgliedstaaten, weil wenn sich das natürlich die europäischen Parteien die Liste aufstellen, dann sind es ja vielleicht die großen Mitgliedsländer, die da auch stark sind in den Parteien. Also wie stellt man da auch eine Balance sicher? Also das sind alles Fragen, die da aufkommen. Und ich glaube, man kann das über so einen Testcase gehen mit ein paar Sitzen. Aber langfristig muss das Ziel sein, ein einheitlich europäisches Wahlrecht zu machen und das aufzustellen. Aber natürlich muss man da auch ehrlich sein, die Herausforderung wird sein, gesamteuropäischen Wahlkampf zu machen. Das ist natürlich. Do you want me to go to the study or you don't mind? I don't mind, unless I'm bothering me. Oh, jemand sorry. Hat sein Mikro nicht ausgemacht. Yes, that's with me. Das war ich, Entschuldigung. Ich meine, der gesamteuropäische Wahlkampf wird natürlich eine Herausforderung. Ne? Wir haben 6 Wahlkreiswochen im Jahr, das ist schon sehr wenig. Da schaffe ich es auf jeden Fall, dann ist man noch auf eine Delegationsreise und dann bin ich in Hamburg, Schleswig-Holstein, vielleicht noch ein bisschen Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, wenn ich nicht ganz bis nach Greifswald muss. Wie schafft man dann auch so eine Präsenz herzustellen? Ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen die Kultur im Europäischen Parlament verändern. Also da muss man wesentlich mehr, also wir haben ja sehr, sehr viele Präsenzwochen in Brüssel und Straßburg, anders als im Bundestag, da sind ja ungefähr Hälfte Wahlkreis, Wochenhälfte, Plenarwochen, das ist bei uns ja ein ganz anderer Rhythmus und ich glaube, das muss man dann auch mitdenken, weil man braucht dann viel mehr Zeit, unterwegs zu sein und die Politik auch zu erklären, wenn man dann auch noch hinüberwirken will über sein Bundesland. Allein in Deutschland zu wirken, ist schon Arbeit und das dann auch europäisch. Also ich glaube, das muss man auch mit bedenken. Zusammenfassend, also ich bin überzeugt, dass Transnationalisten ein Weg vorwärts sind bei einer immer tieferen europäischen Einigung. Und ich bin da absolut offen, dass wir jetzt da so einen Testcase starten. Ich glaube, da gibt es aber noch sehr, sehr viel mehr Sachen, die wir damit bedenken und bearbeiten müssen. Aber das wird, glaube ich, Zeit. Ich bin auch gespannt auf die Ergebnisse von der Conference for Future of Europe. Was da explizit auch zu diesen Themen bei rauskommt. Also was wir da an Rückmeldungen bekommen von BürgerInnen, was sie sich vorstellen oder wünschen würden. Vielen Dank, Frau Hahn. Und da Sie sind perfekt in der Zeit, das ist sehr gut. Wir haben nämlich jetzt 45 Minuten für Fragen. Ich habe bis jetzt eine Frage gesehen, die ich nicht direkt dran nehmen würde, weil es um Prozenthürden geht und das ist ein bisschen was anderes. Ich hätte aber noch mal eine Frage an, jetzt sehe ich, dass die Hände hochgehen, das ist super. Ich wollte aber noch einen Kommentar machen und ich nehme mir das raus als Moderatorin. Und zwar, Frau Hahn hat es so schön als Kompromiss dargestellt, dass wir uns alle einig sind. Ich würde da ein bisschen vielleicht kritischer rangehen und zwar einfach nur die Tatsache, dass natürlich bei Renew Europe zum Beispiel ja auch die französische Partei von Emmanuel Macron dabei war, der sich ganz klar nicht für Spitzenkandidaten entschieden hat 2019 und es eher negativ gesehen hat. Und deswegen wäre es jetzt eher eine Frage nicht nur an Frau Hahn, sondern auch grundsätzlich, dass wir ja nicht vergessen dürfen, dass die nationalen Parteien ja auch meistens die Regierung stellen, die im Rat sind. Und der Rat, ja auch die sind, die nicht unbedingt sich für eine Stärkung des Europäischen Parlaments einsetzen. Und deswegen die Frage, sind denn nationale Parteien wirklich bereit, Macht abzugeben an europäische politische Parteien, damit diese auch wirklich Kandidaten aufstellen können, die was bewegen können, die bekannt sind, die Sichtbarkeit haben? Und ich würde eine ganz kurze Runde machen, ob man dann antworten könnte. Und ich sehe schon, dass die Redner auch direkt was sagen möchten. Deswegen würde ich jetzt einfach mal
vielleicht andersrum anfangen und bei Frau Hahn, weil ich ja auch gerade Macron und Renew schon genannt habe. Ja, absolut. Also da muss man auch ehrlich sein und sagen, da haben, glaube ich, viele sich nicht mit Ruhm bekleckert in der Phase. Ich glaube, es zeigt vor allen Dingen, wir müssen das Spitzenkandidatenprinzip festschreiben oder es war einfach nicht etabliert genug, dass dieses Gentleman's Agreement gereicht hat. Und dann hat natürlich aus Sicht der Staats- und Regierungschef die stärkste Fraktion Kandidaten aufgestellt, der für die Staats- und Regierungschef eben nicht vermittelbar war, weil es zum ersten Mal eben jemand auch war, der keine Regierungserfahrung hatte, was da natürlich dann auch hoch bewertet worden ist, weil wir in der Vergangenheit auch immer welche hatten mit Regierungserfahrung aus nationalem Interesse. Also da ist auch das Thema, wen stellen Parteien am Ende auf? Wir kennen das ja alle als Politiker, es gibt ja parteiinterne Logiken, die dann vielleicht bei sowas auch bedient werden müssen. Aber was sind natürlich auch Kandidaten, mit denen man nach außen hin dann auch Wahlen gewinnen wird? Und das wird sicherlich dann auch eine Herausforderung werden bei transnationalen Wahllisten. Wen stellt man denn dann als gemeinsamen europäischen Spitzenkandidaten auf? Das wird da natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir das dann auch wirklich schaffen festzuschreiben. Und gibt es dann nationale Spitzenkandidaten? Also das sind spannende Fragen. Also für die FDP kann ich die Frage beantworten. Wir sind bereit dazu, das zu machen. Ich weiß auch, bei uns in der Fraktion sind da auch viele positiv auch gegenüber, auch aus Frankreich kommt. Also ich glaube, da gibt es durchaus Momentum bei uns in der Fraktion für. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch antworten möchte, sonst würde ich zu den Fragen übergehen, weil ich sehe ganz viele Hände und es freut mich sehr. Vielleicht nur eine ganz kurze Info, die wir noch nicht hatten. Und die ist, dass in dem Koalitions, wenn man so will, Absprachen, die drei großen Fraktionen, also die Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen, die hatten, um Frau Metzeler dann zu unterstützen als Parlamentspräsidentin, dass da drin steht, dass wir uns darauf einigen, transnationale Listen eine transnationale Liste einzuführen. Das heißt, eigentlich gibt es sozusagen eine Mehrheit im Haus schon, die das unterstützt. Jetzt sind da natürlich noch so ein paar Dinge, die dann noch geklärt werden müssen, nämlich wie viele Sitze sind es. Aber das ist tatsächlich, sozusagen die Richtung ist schon vorgegeben, ne? Nur als kleine Hintergrundinformation und ansonsten freue ich mich auf die Fragen. Ich würde auch noch ganz kurz ergänzen wollen, dass für mich der Charme an dem jetzigen Vorschlag ist, auch die Verbindung zwischen transnationalen Listen und Spitzenkandidaten. Weil ich glaube, es gibt in diesem Hause auch eine große Gruppe, die sagt, das, was da 2019 passiert ist, darf sich nicht nochmal wiederholen. Und dass man hier eine kluge Kombination findet von beidem, um das abzusichern und dass man eben mit einer machbaren Größe reingeht. Aber ich habe große Bedenken, ich sage das auch ganz offen, das darf dann nicht so eine symbolische Nummer werden, wo es dann einfach keine echten transnationalen Listen sind, sondern die Anzahl viel zu klein ist, dass das überhaupt nicht richtig sich entfalten kann. Und deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, dass man jetzt noch guckt, dass man hier wirklich auch einen guten Kompromiss hinbekommt. Und eben auch für mich ist ganz wichtig dabei, ich finde, dass wir keine richtigen europäischen Parteien haben. Und dass transnationale Listen in so einem Prinzip auch mit einem Beitrag leisten, dass sich europäische Parteien hier anders, besser, europäischer aufstellen müssen. Vielleicht, um es ein bisschen kontroverser zu machen, den Abend, ganz drei Sätze ganz kurz. Also Gabriele Bischoff hat einfach, insofern wird das Problem ja nicht gelöst. Denn solange der Vertrag so bleibt, wie er ist, wo drin steht, dass der Europäische Rat eine Kandidatin, einen Kandidaten vorschlägt, wobei er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen hat, kann man sich auf den Kopf stellen. Das ändern wir durch das Wahlrecht nicht. Zu Damian Böselager, es stimmt ja eben gerade nicht, dass das so als Koalitionsvertrag anzusehen wäre, was da jetzt in sehr, sehr rosigen, aber sehr breiten Worten gemacht worden ist.
Und Svenja Hahn, finde ich, hat genau den spannenden Punkt angesprochen, woran wir arbeiten müssen. Die Kultur muss sich verändern, die politische Kultur im Europäischen Parlament. Und es ist das Europäische Parlament und es sind die Fraktionen im Europäischen Parlament, die versagt haben nach der letzten Wahl. Wenn sich Macron und Renew nicht geweigert hätten, ich weiß gar nicht so genau, wer sich jetzt am Schluss wie geweigert hat, aber einen der Spitzenkandidaten zu wählen, wir waren ja zwischenzeitlich sogar so weit gekommen, dass man den S&D-Spitzenkandidaten auch noch vielleicht akzeptiert hätte, damit Hauptsache das Spitzenkandidatenprinzip gerettet wird. Wir hätten ja auch unsere Spitzenkandidate nehmen können. Bitte? Ja, das ist das Problem. Und deshalb lösen wir das nicht mit einem europäischen Wahlrecht. Das wäre, also im schlimmsten Fall passiert noch eine größere Enttäuschung. Wir machen ein neues Wahlrecht, alle denken, der Spitzenkandidat ist jetzt safe, dann wird einer von denen genommen und dann einigen sie sich wieder nicht darauf, weil der Vertrag nicht geändert worden ist und der Europäische Rat schlägt wieder eine andere Person vor. Also ja. Das vielleicht nur so dazu. Danke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn wir transnationale Listen besprechen, dann ist es auch immer eine Machtfrage und es geht darum, wer hat die Macht und wie hat die Macht und es geht nicht nur zwischen Institutionen, aber eben auch die Parteien und eben mit diesen verschiedenen Cleavages wird es nicht einfach. Ich sehe ganz viele Hände. Ich würde jetzt immer drei Personen dran nehmen und dann vielleicht eine kurze Runde drehen. Dann haben wir zumindest Zeit für 2-3 Fragerunden. Und ich würde Sie kurz bitten, sich kurz vorzustellen und die Frage möglichst kurz zu halten und auch zu sagen, an wen Sie die Frage stellen, ob es an alle Rednerinnen sind oder eine Partei insbesondere. Und ich fange einfach an mit Walter Brinkmann. Herzlichen Dank. Mein Name ist Walter Brinkmann, Europa Union München. Ich habe eigentlich zwei Anmerkungen, keine direkte Frage, sondern Anmerkung. Die erste Anmerkung, ich halte es für sehr gefährlich, das, was Sven Simon angedeutet hat, dass wir nämlich eventuell bis 2024 diese Wahl nicht in allen Ländern durchsetzen können oder das neue Wahlrecht, wenn wir es bekommen. Wir hatten bei der letzten Wahl 2019 eine sehr hohe Wahlbeteiligung und nachdem keiner der Spitzenkandidaten hinterher gewählt wurde, hatten wir einen ziemlich großen Frust bei den Wählern. Wenn wir ein neues Wahlrecht haben, das wir dann aufgrund von Nichtratifizierungen in einzelnen Mitgliedstaaten dann 2024 noch nicht überall haben, dann kann dieser Frust eigentlich nur noch größer werden. Und wir können damit rechnen, leider, dass wir eine antieuropäische Stimmung bekommen. Das sehe ich als eine ganz große Gefahr. Zweiter Punkt, transnationale Listen von europäischen Parteien mit europäischen Spitzenkandidaten. Das ist etwas, was ich befürworte. Aber ein Punkt ist mir bei den 4 Diskutanten heute nicht vorgekommen, dass nämlich diese Parteien dann ein einheitliches europäisches Programm haben müssen. Das hatten sie bisher nicht. Keine der Parteien hatten, die Grünen hatten es bis zu einem gewissen Grade. Die ALDE hatte kein einheitliches europäisches Programm. In der Bundesrepublik wurde das ganz von der FDP ziemlich ignoriert. Ich glaube, bei den anderen Parteien sah es nicht sonderlich viel anders aus. Aber dass wir ein einheitliches Programm haben, das von sowohl den Spitzenkandidaten als auch allen Kandidaten auf der transnationalen Liste durchgesetzt wird und vertreten wird, halte ich für sehr wichtig. Vielen Dank. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da kann man vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Als nächstes ist Heiner Klemp dran. Ja, guten Abend in die Runde. Heiner Klemp ist mein Name. Ich bin europapolitischer Sprecher der Bündnisgrünen Landtagsfraktion in Brandenburg. Und ich möchte vielleicht als erstes mal meinen Dank und Gratulation an die Europaabgeordneten hier in der Runde senden, weil ich glaube, dass im Europäischen Parlament tatsächlich eben auch der europäische Geist weht, den wir sonst nicht so wahrnehmen. Und also ist ja eine Außensicht, aber ich glaube, dass dort eben wirklich, wie es auch schon in der Runde gesagt wurde, europäisch gedacht wird und das brauchen wir mehr. Und das, was da eigentlich fehlt, ist eben diese europäische Öffentlichkeit. Und deshalb glaube ich auch, dass transnationale Listen da ein guter Einstieg sind, auch europäische Debatten tatsächlich zu führen. Ich habe eher so ein bisschen Fragen
in praktische Richtung, und zwar zum einen an Sven Simon, vielleicht bei dem EVP-Modell. Da sollen jetzt 27 Sitze bestimmt werden, also ein Sitz pro Mitgliedstaat. Sind das dann wirklich transnationale Listen? Oder ich habe das Verfahren noch nicht so ganz verstanden. Da hätte ich gerne noch ein bisschen nähere Erläuterung. Und in Bezug auf die anderen Vorschläge oder der ich sag mal, Mehrheitsvorschlag hier in der Runde, da ist mir nicht klar geworden, wie der Schutz wirklich der Interessen kleinerer Mitgliedstaaten da funktioniert. Also wir als großer Mitgliedstaat haben sicherlich nie ein Problem bei transnationalen Listen. Aber wenn ich dann höre, das geht vielleicht nur um 27 Sitze, dann ist ja die Frage, also wie kriegt dann ein kleiner Mitgliedstaat da überhaupt einen Sitz ab? Also selbst bei 46, wenn jetzt jede europäische Partei seine Listen aufstellt, dann kommen von der einen Partei vielleicht 20 rein, von der anderen kommen vielleicht 10 rein. Und wie kann da sichergestellt werden, dass kleinere Mitgliedstaaten berücksichtigt werden? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Klemp. Und die letzte Frage für diese Runde ist von Monika Hermann. Ja, hallo, mein Name ist Monika Hermann, Pulse of Europe Rosenheim. Und meine Frage richtet sich zu dem Problem, wer transnationale Listen eigentlich aufstellen darf. Wir haben ja im Moment Gruppierungen im Parlament, über die wir jetzt gerade geredet haben, EVP, S&D und so weiter. Und ich habe den Ausführungen entnommen, dass im Wesentlichen diese Gruppierungen diese transnationalen Listen aufstellen dürfen. Das war meines Erachtens im Draft Report vom letzten Sommer eher noch offener strukturiert. Da waren auch noch politische Bewegungen, die bezogen waren auf Mitgliedschaften von Bürgern, also dass sich auch Bürger zusammenschließen können, wenn sie eine gewisse Unterschriftenanzahl in Ländern sammeln können, um da eine transnationale Liste aufstellen zu dürfen. Und das wäre aus meiner Sicht eben auch sehr wichtig, weil wir ja jetzt bei der politischen Willensbildung als Bürger eigentlich auf nationale Parteien verwiesen sind, wenn man mal von Volt absieht. Das heißt, wenn man wieder nur über die Gruppierungen geht, dann ändert sich daran letztlich ja nichts und es passiert nicht das, was eigentlich die Intention der transnationalen Listen war, nämlich dass wirklich echte europäische politische Parteien entstehen, wo wir dann letztlich wählen können, nur nach Programm und losgelöst von der Nationalität. Sehe ich diese Änderung im Diskurs falsch? Ist es tatsächlich jetzt fixiert auf die Gruppierungen, diese Zulassung? Oder habe ich das falsch entnommen? Was ist da der aktuelle Stand zu dieser Frage? Vielen Dank, Frau Herrmann. Eine sehr berechtigte Frage. Es gab eine direkte Frage an Sven Simon. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der an und dann können alle nochmal antworten. Es gab eine Frage zum europäischen Programm, zum Schutz kleinerer Mitgliedstaaten und eben, wer die transnationalen Listen aufstellen darf. Sven Simon. Ja, die Frage war von Herrn Klemp lautete, ob denn das EVP-Modell wirklich transnationale Listen wären. Es wären transnationale Wahlen. In der Tat gäbe es eine virtuelle transnationale Liste, die von einem Parteitag einer europäischen Partei bestätigt wird. Transnational gewählt würde nur der plus 28, also die Spitzenkandidaten für die Kommission. Die anderen würden in der Tat, da wählt man zwar eine transnationale Partei, aber die Legitimation findet in der Tat statt nur in dem Mitgliedstaat des Kandidaten, der für eine europäische Partei in dem Mitgliedstaat kandidiert. Ich glaube, Herr Brinkmann, es gab schon von allen Parteien Programme zu der letzten Europawahl. Also wir hatten jedenfalls, es hieß Manifesto und es gab auch so 10-Punkte-Programm und so weiter. Da war noch eine Anmerkung im Chat. Ich glaube, das ist von Frau Ahlander, die ich für sehr wichtig halte. Ich glaube, wir dürfen hier in der proeuropäischen Blase, ich meine das nicht so negativ, wie es klingt, aber ich bin auch seit über 20 Jahren in der Europa-Union engagiert, nur wir dürfen nicht denken, dass das, also das Thema spielt keine Rolle, sobald man mit normalen, nicht spezifisch Europa-interessierten Bürgern sich unterhält. Was eine Rolle spielt, ist demokratische Legitimation, europäische Öffentlichkeit, aber kein Mensch weiß jetzt irgendwas über transnationale Listen. Ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das Wahlsystem das entscheidende der Element hier ist. Der technische Punkt von Frau Herrmann, da kann Herr Böselager, glaube ich, am besten darauf antworten, weil er diese Definition sich spezialisiert hat darauf. Ich möchte nur sagen, ich bin auch sehr dafür, dass es europäische Parteien gibt. Das kann sein, dass das jetzt nur aus einem technischen Grund etwas abgemildert worden ist, weil es ein Parteienstatut gibt und eigentlich gehört die Frage, ob es Parteien und wer da
sich eigentlich etablieren kann, nicht so sehr ins Wahlrecht, sondern ins Parteienstatut. Aus historischer Perspektive wäre mir es schon ein sehr großes Anliegen, dass wir das, was sozusagen aus der negativen Geschichte Deutschlands, was Parteien und das daraus resultierende Parteienprivileg wir gelernt haben, wir Parteien auf europäischer Ebene etablieren und nicht lose Bündnisse zu stark gleich behandeln. Danke, Herr Simon. Frau Bischoff, Sie können sich die Fragen aussuchen, aber ich fand zum Beispiel die zur europäischen Partei, zum europäischen Programm habe ich Sie nicken sehen, deswegen vielleicht zu der auch. Das würde mich interessieren. Ja, in der Tat haben wir bei den vielen europäischen Parteien, haben wir ja Kongresse und haben vor den Wahlen europäische Programme auch, ob die Manifeste Punkte heißen. Aber ich glaube, dass der Druck, also wenn man ein System hätte, wo wirklich es um die politische Auseinandersetzung geht, um Programm und Person, dass das nochmal voraussetzt, dass die Parteien das anders und die europäischen anders und besser und auch transparenter vorbereiten. Und deshalb, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, Manuel Müller hatte ja die Henne-und-Ei-Frage eingebracht, glaube ich schon, dass es eben auch dazu beitragen kann, so ein System von transnationalen Listen mit Spitzenkandidaten, dass es wirklich zu einer stärkeren Herausbildung wirklich von echten europäischen Parteien kommt. Und würde gerne nochmal einwerfen zu dem, was Sven Simon gesagt hat mit der Blase und so weiter. Also wenn ich mir jetzt angucke, was auf dieser digitalen Plattform diskutiert worden ist, wenn ich mir angucke, was die Bürgerinnen und Bürger einbringen, dann will ich das mal ein bisschen zuspitzen. Also da gab es ganz klar, und zwar von über 70% der Bürgerinnen und Bürger unterstützt den Vorschlag, transnationale Listen zu machen, und zwar noch viel weitergehender, als wir das hier im Parlament machen, weil die gesagt haben, okay, also vorübergehend können wir uns tatsächlich vorstellen, so ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht zu haben, aber perspektivisch wäre es eigentlich besser, wenn wir nur europäische Listen hätten. Also wenn man sich den Vorschlag anguckt, geht es ja noch weiter. Und deshalb glaube ich nicht, dass man aufmachen sollte, so eine Debatte, ja, das wollen sowieso nur die, die in der Europablase sind, weil dass man Europawahlen, also Wahlen zu einem europäischen Parlament hat, die nicht europäisch sind, ist etwas, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, dass viele Bürgerinnen und Bürger verwundert. Und dass deshalb dieser Wunsch der Europäisierung, glaube ich, schon eine breitere Unterstützung findet. Es gibt Vorbehalte, das war ja auch im Chat, das war ja angesprochen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern. Und da denke ich, wir haben jedenfalls sehr stark in unserer Fraktion die Auseinandersetzung auch geführt darüber, was sind eigentlich die Motive dahinter, dass man Vorbehalte hat. Ja? Und dass es auch so eine Sorge gibt natürlich, dass diese transnationalen Listen am Ende dazu führen, dass es doch immer mehr Druck gibt und es dann sozusagen keine nationalen Kandidaten mehr gibt und nicht die Bindung auch an bestimmte Kulturen hier. Und deshalb, glaube ich, ist die Frage am Ende, wie diese sozusagen diese zwei Stimmen miteinander organisiert werden und auch wie viele sind das schon entscheidend dafür, ob das Akzeptanz findet. Und ich glaube, so ein Vorschlag, um zu sagen, wir probieren das aus, könnte durchaus Unterstützung finden, einfach aus dem Grund, dass wir merken, und da komme ich wieder auf die 2019-Wahl, dass wir das nicht endlos wiederholen können und dass es schon einen Wunsch gibt, danach Reformen und Veränderungen hier durchzuführen und auf jeden Fall, dass man eine klare Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger gibt, ist es jetzt ein Spitzenkandidatenprinzip oder nicht? Und bei der letzten Wahl, wenn man ganz ehrlich ist, haben viele, ich auch, das Spitzenkandidatenprinzip propagiert, während sich einige im Rat gedacht haben, lass die mal machen, das entscheiden wir sowieso hinterher. Und das dann eben auch zu den großen Frustrationen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern führt, die gesagt haben, also ich habe
euch das auch abgenommen, dass das mit den Spitzenkandidaten ernst gemeint ist. Und deshalb glaube ich, so oder so zur nächsten Wahl, egal ob wir jetzt diese Reform bis dahin schaffen oder nicht, brauchen wir eine Klarheit darüber und können nicht nochmal mit einem so unklaren Verfahren in die nächsten Wahlen gehen. Danke. Vielleicht noch als Hinweis, dass die EU-Verträge da auch etwas unklar sind und der Rat natürlich in die eine Richtung argumentiert und das Parlament in die andere und das keine einfache Sache ist. Es gab noch zwei Fragen, einmal zu den kleineren Mitgliedstaaten, wie sie geschützt werden bei transnationalen Listen, sowie wer darf transnationale Listen aufstellen. Ich weiß nicht, ob Damian Böselager, ich sag mal du, darauf antworten. Ja, gerne. Also erstmal wollte ich nur zur Zeitleiste, das hatte Herr Brinkmann auch gefragt, was sagen, weil ich glaube, ich meine, Gabi hat es gerade irgendwie freundlich ausgedrückt. Ich glaube, es gibt nicht nur sozusagen den Willen zur Veränderung, sondern es gibt eine dringende Notwendigkeit und auch eine Dringlichkeit, die wir irgendwie nicht oft spüren, finde ich. Also ich habe das versucht am Anfang zu sagen, aber durch diese ganze Corona-Pandemie ist Brexit irgendwie untergegangen. Ja? Es ist überhaupt nicht so, als würde die Europäische Union sich gerade in einer sehr gemütlichen Situation befinden, wo man die nächsten 20 Jahre darüber nachdenken kann, wie es denn jetzt so weitergeht. Das ist einfach leider nicht Fakt und es ist auch meiner Meinung nach ein Fehler und auch gefährlich, wenn wir uns irgendwie da ausruhen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall versuchen, bis zur nächsten Wahl eben ein erstes europäisches Konzept, eine europäische Stimme zu etablieren. Und da müssen wir schauen, was da möglich ist. Aber das muss jetzt der nächste Schritt sein, damit wir eben diese europäischen Programme, die auch von der Brinkmann angesprochen wurden, tatsächlich mit Leben füllen. Ja, damit die nicht irgendwo geschrieben werden auf irgendeinem europäischen Kongress und dann nie irgendjemand die mitbekommt, sondern dass sie tatsächlich eben das sind, womit auch Wahlkampf gemacht wird für diese Zweitstimme. Das muss ganz, ganz klar sein. Ja. Dann ist die Frage der europäischen Öffentlichkeit gestellt worden. Die Frage ist ja, wie kann es denn eine europäische Öffentlichkeit geben, wenn wir nicht gleichzeitig irgendwie auch irgendeine Art von europäischen Wahlen schaffen? Ja? Wenn man jetzt nur für nationale Parteien wählen darf, dann wählt man natürlich nach dem, wie man sie gerade findet auf nationaler Ebene. Aber wenn man wirklich auch mal für europäische Parteien stimmen könnte, dann könnte man sich ja mal überlegen, will ich denn ein konservatives Europa, was die Grenzen dicht macht oder und sich für kleine und mittelständische Unternehmen einsetzt, oder will ich irgendwie ein linkes, sozialdemokratisches Europa, was die Grenzen alle aufmacht und sich für Arbeitnehmer einsetzen. Das ist ja eigentlich diese ideologische Debatte, die wir dringend führen müssen, damit wir eben nicht in diese nationalistische umschwenken. Das ist mein erster Punkt. Und wer darf Listen aufstellen? Bei jeder Wahl ist es so, dass wir vergangene Parteien haben, die oft keine Unterschriften mehr sammeln müssen, sondern einfach antreten dürfen, weil sie schon in der Vergangenheit erfolgreich waren und damit Wählerwillen zum Ausdruck gebracht haben. Und dann gibt es irgendwie neue Entitäten, die nennen wir auf Deutsch Freie Wählervereinigungen, die dürfen antreten, um dann bei der Wahl eben sich bestätigen zu lassen. Die müssen dann oft irgendwelche Arten von Unterschriften sammeln, um dann tatsächlich irgendwie genug Wählerwillen vorzugeben und dann auf eine Liste zu stehen und dann wählbar zu sein. Genau das gleiche Konzept müssen wir anwenden auf europäischer Ebene bei europäischen Wahlen. Das heißt, die klassischen europäischen Parteien, die als solche registriert sind, müssen antreten dürfen und dann muss es die Möglichkeit geben, für neue europäische Wählervereinigungen eben auch anzutreten. So. Wie definiert man die? Ich bin da ein bisschen konservativer als vielleicht Frau Herrmann. Aus meiner Perspektive müssen die in irgendeiner Art und Weise bestehen aus national registrierten Parteien oder Wählervereinigungen. Einfach deswegen, weil ich für Transparenz der Gelder, die da eingesetzt werden für den Wahlkampf, der Meinung bin, dass es irgendeine Art von Kontrollmechanismus geben muss. Ja, man muss in der Lage sein, diese Vereinigung auch auflösen zu können, wenn sie sich nicht an Rechtsstaatlichkeitsprinzipien halten oder Gelder aus irgendwelchen Ländern kriegen, wo sie vielleicht nicht herkommen sollen. So, dementsprechend bin ich für ein minimales Maß an Kontrolle und dementsprechend muss es da auch irgendeine Assoziation geben und nicht nur einfach eine freie, komplett unreglementierte Wählervereinigung, sondern eben eine regulierte, wenn man will. Ja. Vielen Dank. Svenja Hahn, vielleicht noch ein Wort und dann gehen wir in die nächste Fragerunde, falls Sie was zu sagen haben. Sonst können wir auch gleich übergehen. Ja? Ich glaube, Damian hat das erschöpfend dargestellt. Super, das ist perfekt, weil wir haben super viele Fragen und noch 20 Minuten. Das heißt, ich würde jetzt weitermachen mit den drei Nächsten. Wie gesagt, sich kurz vorstellen und dann die Frage. Und ich fange an mit Nikolai Erdinger. Ja, hallo, Nikolai Erdinger aus Siegen. Und ich würde sehr gerne genau da anschließen, wo Herr Böselager eben gerade aufgehört hat. Wenn man... Oder die Frage, wie man gewählt werden kann, ist ja schon ein bisschen unterschiedlich. Ich bin zwar SPD-Mitglied, aber wenn ich morgen aus meiner Partei austrete, kann ich in der Kommune, im Land, im Bund direkt kandidieren als Bürger. Das geht schon beim Europaparlament nicht. Und
Tatsächlich ist es so, dass man diese Aufstellung, die Listenaufstellung im Europaparlament, das ist teilweise selbst für Parteimitglieder schwierig nachzuvollziehen, an der Basis, wie das vonstatten geht und wie dann am Ende diese Kandidatenliste zustande kommt, wo ich als Parteimitglied zumindest weiß, wer für den Landtag oder den Bundestag bei uns vor Ort kandidiert, weil das wir vor Ort direkt entscheiden bei uns im Wahlkreis. Und insofern sehe ich da schon einen Unterschied und da stelle ich mir schon die Frage, wenn es Richtung transnationale Listen geht, wie man diese Ankopplung da noch schaffen will, dass es für Bürger nachvollziehbar ist, wer da am Ende als Spitzenkandidat vorhanden ist. In den USA macht man das über Vorwahlen zum Beispiel. Also gibt es ganz verschiedene, will aber diese Frage stellen, wie man diese Rückkopplung dann auch gewährleisten will. Weil dieser Unterschied mit dem, wen kann man wählen und aufstellen, der ist jetzt schon gegeben und der würde mit transnationalen Listen eher noch stärker werden. Und ja. Eine ganz kurze Frage noch, was ist eigentlich aus diesen 5 Millionen Stimmen geworden, die da für die Zeitumstellung, für die dauerhafte Sommerzeit gestimmt haben? Also ich will sagen, oder die Frage ist, selbst wenn da jemand dann gewählt ist, Sven Simon hat es angesprochen, hat der dann wirklich mehr Gewicht in der Verhandlung mit dem Europarat? Glaubt das Parlament sozusagen, wenn es sich aus dem Spiel nimmt und sagt, wir lassen jetzt die Bürger entscheiden, die sollen halt die Leute vorschlagen und den Regierungen gegenüberstellen, dass das dann mehr Gewicht hat? Ja, vielen Dank. Und bitte kurz halten, weil ich gucke immer auf die Uhr. Als nächstes ist Kalian Hoffmeister dran, Jeff Europe. Ja, genau. Herzlichen Dank. Auch hallo von mir. Ich habe eine Frage an Herrn Simon und vielleicht dann einen zweiten Gedanken. Der Teufel liegt ja auch immer im Detail. Und ich habe mir den EVP-Vorschlag mal angeschaut und ich frage mich auch da, was daran transnational sein soll. Also nur von den nationalen Quoten einen rauszunehmen, um nur dann später wieder den Platz mit einem nationalen Parlamentarier sozusagen zu füllen, ist für mich nicht europäisch, es ist auch gar nicht transnational, das ist mir nicht ersichtlich, wo da irgendwie das ultimative Ziel erreicht werden soll, was ja die Europäisierung des europäischen Wahlrechts heißt soll. Und auch wenn es um die Frage geht, wie dieser Sitz quasi gewählt wird, hat die EVP ja vorgeschlagen, dass wir eine Art Mehrheitswahlrecht einführen. Ein Mehrheitswahlrecht, das heißt im Grunde genommen ein Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit. Da der Erfolgswert der Stimmen ist als solcher nicht gewahrt. Wenn jetzt, keine Ahnung, 30% der Stimmen eben an den konservativen Kandidaten gehen und 29% an den sozialdemokratischen, dann sind die ganzen restlichen Stimmen, also die 29% der Sozialdemokraten und der ganze Rest, eben futsch, weil der eine Sitz eben an die Konservativen geht. Also insofern sehe ich auch keinen legitimen und zwingenden Grund, um diesen Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit zu begründen. Also da würde ich auch mal sehen und gerne wissen, warum die EVP diesen Weg gehen will. Ist es klar, dass im europäischen Kontext wir keine absolute Wahlrechtsgleichheit haben? Wir haben ja das degressiv-proportionale System, aber um diese Wahlrechtsungleichheit zu stärken, das leuchtet mir einfach nicht ein. Und vielleicht, wenn die Moderation das erlaubt, einen Gedankengang. Ja, ganz kurz bitte. Wirklich, die Frage wurde ja schon gestellt. Der Gedankengang ist aber folgender. Ich habe gesehen, dass Herr Simon ja auch über die Grenzen der Integration durch das Bundesverfassungsgericht habilitiert hat. Und ich frage mich dann, wenn man sich das Bundesverfassungsgericht-Urteil anschaut, wo ja quasi das Wahlrecht als Anknüpfungspunkt genommen wird und dann die Grenze der staatlichen Souveränität angefordert wird und dann Demokratie quasi als großer Punkt aufgemacht wird, ob man nicht sagen kann, auch als deutscher Sicht, dass es verfassungsrechtlich vielleicht geboten ist, die Demokratie in Europa zu stärken durch Transnationalisten, indem man das europäisiert, indem man die Legitimität des EPs steigert. Da würde ich gerne Ihre Einschätzung wissen. Danke. Super. Und die letzte Frage von Alice Jacobi. Oder Jacobi, ich weiß nicht, wie du den Namen aussprichst, tut mir leid. Ja, Alice Jacobi ist mein Name. Ich bin bei der Europa-Union und der CDU in Kassel
Und ich fand Ihr Legitimitätsargument interessant, aber auch als zweischneidiges Schwert, denn ich frage mich, ob den Bürgerinnen und Bürgern, zumindest in Deutschland, wirklich geholfen ist, wenn auf den Wahllisten und den Plakaten die EVP steht und nicht mehr nur die CDU, weil Parteien ja auch die Funktion als Transmissionsriemen haben. Jetzt hatten Sie, Frau Hahn und Herr Simon, diesen Kulturwandel angesprochen. Das finde ich eine interessante Idee und deshalb würde ich mich fragen, was können wir denn jetzt schon, auch abgesehen von den Wahllisten, in den deutschen Parteien dafür tun, dass die europäischen Parteien mehr Sichtbarkeit bekommen? Haben Sie vielleicht auch persönlich Wünsche an Ihre Parteien in Deutschland, was da getan werden könnte? Vielen Dank und eine sehr, sehr spannende Frage, weil eben Transnationalisten nicht im luftleeren Raum passiert, sondern eben auch kontextualisiert werden müssen. Es geht um europäische Öffentlichkeit, es geht um nationale Parteien, es geht darum zu schauen, wie hat man Wahlkampagnen, die funktionieren. Ich würde einfach von hinten anfangen mit Frau Hahn zuerst, ob Sie darauf antworten möchten. Und ich würde Sie bitten, auch sich kurz zu halten, weil dann schaffen wir es noch vielleicht 3-4 Fragen reinzunehmen. Ja, kein Problem. Also ich glaube, wir brauchen einmal einen Kulturwandel in der Arbeit des Europäischen Parlaments. Ich weiß, Sven Simon und ich hatten zum Beispiel in der gleichen Arbeitsgruppe gearbeitet im Prozess zur Parlamentsreform, den unser jetzt verstorbener Präsident Sassoli, vormaliger Präsident Sassoli noch mit initiiert hatte. Da ging es eben auch genau um solche Themen. Wie können wir vielleicht die Arbeit strukturieren? Damian Böselager, Sven Simon und ich sind in einer fraktionsübergreifenden Gruppe von jungen Abgeordneten, die auch Veränderungen pushen wollen. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments ändern, um weg von nur in Brüssel und Straßburg arbeiten, hin auch mehr vor Ort arbeiten. Das sind unsere parlamentsinternen Hausaufgaben. In der Parteikultur, das klang ja auch vorhin an, dass irgendwie Aufstellung von Listen schwer nachvollziehbar ist. Also ich glaube nicht, dass die Aufstellung von europäischen Wahllisten in den Parteien weniger nachvollziehbar ist als die Aufstellung von Bundestagslisten. Der Unterschied ist natürlich, ich glaube, die CDU hat Landeslisten, da nimmt es sich wahrscheinlich gar nichts. Wir haben eine Bundesliste, da ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man das nur in dem eigenen Landesverband macht. Aber ich glaube, das ist Ideen, sowas wie Vorwahlen zu machen, finde ich ganz spannend. Ist aber, wir haben natürlich eine ganz andere Kultur gegenüber Parteien und Parteipolitik. Also wir haben ja keine registrierten Wähler, die sich da engagieren. Also macht man, wenn man Vorwahlen in der Partei macht, ist das ja nicht besonders aussagekräftiger. Das heißt, wir brauchen da, wenn wir sowas machen wollen, würden ganz anderes politische Kultur. Das haben wir ja nicht. Spenden oder sich zu bekennen zu einer Partei ist ja in Deutschland ganz anders. Also ich glaube, das wäre ein langer, langer Prozess, wenn man das machen würde. Was man, glaube ich, schon heute machen kann, ist wesentlich mehr europapolitisch zu kommunizieren, auch in der nationalen Gesetzgebung. Also da wird vieles einfach gar nicht kommentiert, dass das eben kommen muss, weil es da eine europäische Regelung gibt. Sondern das wird dann immer gesagt, wir haben das jetzt gemacht, aber der Halbsatz wird nicht gemacht, dass das jetzt eine Anpassung an Recht ist. Also ich glaube, wenn wir auf nationaler Ebene in der Kommunikation schon mal mehr Bewusstsein schaffen würden, was eigentlich jetzt schon heute alles europäisch ist, wäre da schon mal ein großer Schritt getan. Sehr wichtiger Punkt. Damian Böselager als nächstes. Also super schnell zu dem Kulturwandel. Ich fand es ja krass, dass bei den US-Wahlen sowohl beim letzten Jahr als auch schon vor fünf Jahren es so war, dass eigentlich auf der Straße hier in Deutschland ganz viele Leute wussten, dass irgendwie Biden oder damals Clinton noch 5 Stimmen aus dem Wahldistrikt Georgia 2 braucht, und um dann die Wahlmänner zu haben, die dann genug sind, um sie zur Präsidentin oder ihn zu Präsidenten zu machen. Also ich glaube, wenn man weiß, dass Wahlen relevant sind für die eigene Lebensrealität, dann ist da plötzlich ein ganz großes Interesse da. Und ich glaube, mein Weg, um eben diesen Kulturwandel auch in der europäischen Bevölkerung durchzuführen, wäre eben, indem man es schafft, diese Europawahlen so relevant zu machen und dem so eine richtungsweisende Kraft zu geben, dass sie tatsächlich dann eben auch diese historische Relevanz irgendwie fühlen. Ja? Und das geht, glaube ich, eben durch diesen Ansatz der transnationalen Listen ganz gut. Zu Herrn Erdinger, ich glaube auch, dass es irgendeine Art von demokratischen Prozess geben muss, wie Listen aufgestellt werden, sowohl in nationalen Parteien, nationalen Aufstellungsparteitagen, als auch beim Europäischen Aufstellungsparteitag. Das kann durch eine Delegiertenversammlung sein, das kann aber auch durch eine Direktwahl
alle Parteimitglieder europaweit sein oder es kann auch durch irgendeine Art von Vorwahlprinzip funktionieren. Aber im Grunde ist, und da sind uns Simon und ich auch einig in den Verhandlungen, es ist extrem wichtig, dass man demokratische, nachvollziehbare, interne Standards in jeder Partei hat, die auch tatsächlich im Eingang gefordert werden können. Ansonsten bin ich natürlich bei Karl-Johann Hofmeister, dass der Vorschlag der EVP zum Mehrheitswahlrecht über eine Stimme in die, oder einen Sitz in jedem Land überhaupt keine Transnationaliste dargestellt hat, sondern eben eigentlich der Versuch war, sozusagen die stärkste Partei, damit oft die EVP in jedem Land nochmal mit einem Sitz zu versorgen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt schon den Schritt geschafft zur transnationalen Liste. Da kann ja St. Simon direkt dazu antworten. Ja, also mit mir vielleicht, meine Fraktion ist nochmal wieder was anderes. Nikolai Edinger, die Aufstellung der Liste, das ist ein ganz spannender Punkt. Auch da haben wir so eine Vorstellung, dass es irgendwie alle so ungefähr machen wie wir. Das läuft überhaupt nicht so. In Spanien sagt die Parteichefin oder Parteichef, so wird die Liste gemacht, fertig, Punkt. In Griechenland macht der Parteichef ganz alleine, autonom, ohne jeden Parteitag, stellt eine alphabetische Liste auf, da kommen 42 Kandidaten drauf und danach wählen die Wählerinnen und Wähler, wer gewählt wird. Also wenn man ein prominenter Fußballstar ist, wird man gewählt, weil man viele Stimmen bekommt. Wir haben einen Kollegen, der sehr schwer behindert ist. Das Thema war ein Riesenthema, weil jemand von einer anderen Partei einen Fauxpas begangen hatte. Deshalb ist Delios ganz nach oben gewählt worden. So läuft das da. Aber der Parteivorsitzende ist jedenfalls der Einzige, der auf diese Liste Einfluss hat. Kein Parteitag, keine demokratische Legitimation, gar nichts. In Österreich gibt es Vorzugsstimmen, wiederum ein anderes Modell. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Zeitumstellung zur Ehrenrettung des Europäischen Parlaments. Ich habe das zwar immer für Quatsch gehalten, dass das eines der großen Themen ist und ich mag die langen Sommerabende. Das Europäische Parlament hat aber alles getan, was wir tun können. Jetzt müssten sich die Mitgliedstaaten einigen. Die drei Fragen von Herrn Hofmeister. Also transnational ist eben einmal die Partei, die man wählen kann mit der Zweitstimme und zum anderen der 28. Sitz. Ehrlich gesagt ist das ein Kompromissvorschlag gewesen, der einfach mal Bewegung reinbringen sollte, dass wir in eine transnationale Richtung gehen. In der Tat würde das ultimative Ziel nicht erreicht. Da haben Sie völlig recht. Dass das Mehrheitswahlrecht jetzt so ganz schlimm sein soll, wenn das jetzt so wäre, dann müssten wir viele Staaten in den USA, in Großbritannien als völlig undemokratisch bezeichnen. Das ist ein bisschen ein deutscher Spleen, den das Bundesverfassungsgericht da so aufgemacht hat mit Erfolgswertgleichheit und Zählwertgleichheit. Historisch wiederum ein bisschen begründet, weil das preußische Dreiklassenwahlrecht nun wirklich nicht gerecht oder nicht demokratisch war nach unseren Maßstäben. Aber es ist wirklich ein bisschen ein Fable des Bundesverfassungsgerichts. Es ist sehr deutsch gedacht mit dieser Geschichte da. Wäre es verfassungsrechtlich vielleicht sogar geboten, nach Auffassung des Verfassungsgerichts transnationale Listen einzuführen? Wahrscheinlich eher nicht, denn die Kritik, die das Verfassungsgericht bislang hat, ist ja gerade, dass es keinen europäischen Demos gibt, kein europäisches Wahlvolk gibt, keinen europäischen Diskursraum, keinen deliberativen Prozess auf europäischer Ebene, der eben dann die Voraussetzung sozusagen für demokratische Legitimation haben kann. Und dann war noch eine Frage zur EVP und zur Europäischen Partei. Ich erinnere nicht mehr ganz genau, aber in der Tat, also ich habe übrigens damals schon bei der Wahl nicht nur CDU, sondern auch EVP immer drauf gemacht auf dieses Plakat und diese Kärtchen da. Aber in der Tat heißt in vielen ostdeutschen Bundesländern, EVP wird irgendwie assoziiert mit Endverbraucherpreis, so war es wohl in der DDR. Also, und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen bei der Realität bleiben. Also ich bin viel in anderen Mitgliedstaaten unterwegs und fahre dann mit Kolleginnen und Kollegen nach Hause übers Wochenende und mache dann da Veranstaltungen an Unis, aber auch so ganz normal mit Leuten, wie wir es jetzt eben hier machen auch. Dabei fällt mir natürlich auf, dass wir ein Riesensprachproblem haben. Wir können ja noch nicht mal mit allen Kolleginnen und Kollegen reden. Also ich habe so ein bisschen Wahlkampf machen müssen in meiner eigenen Fraktion für diese Sprechertätigkeit da im Verfassungsausschuss. Und da gibt es 2 Kollegen von 14, die entweder nur Bulgarisch und Russisch oder nur Französisch sprechen. Also jedenfalls nicht eine der Sprachen, die ich spreche. Das war nicht so ganz einfach. Und insofern dürfen wir auch nicht zu naiv rangehen. Auch was die Frage der europäischen Parteien anbelangt. Wen wähle ich denn jetzt, wenn ich die europäischen Grünen wähle? Die schwedischen, die für die Kernenergie sind, oder die deutschen, die dagegen sind? Und wen wähle ich jetzt für die EVP, die französische
Ableger, der für die Kernenergie ist oder die CDU, die dagegen ist. Also so ganz, und das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Und das, so einfach ist es halt einfach nicht. Es ist total faszinierend, es ist total spannend. Ich liebe am meisten an dieser Mitgliedschaft im Europäischen Parlament in die Mitgliedstaaten der anderen Kolleginnen und Kollegen und die tagtägliche Arbeit mit anderen Europäern. Das ist das, was ich mag. Aber es ist halt nicht die überwiegende Realität in Europa. Daran arbeiten wir. Danke. Und als letztes Frau Bischoff. Und ich schaue euch die Uhr, das heißt gerne auch schon als finalen Kommentar. Ich würde da gerne einsteigen mit einem Zitat einer Frau in meiner Partei, die ich immer sehr bewundert habe, Regine Hildebrand, die gesagt hat, sag mir doch nicht, dass es nicht geht, sondern dass wir gucken und diskutieren, wie es geht. Und in dem Stadium befinden wir uns ja jetzt. Und ich finde, wenn man sich den Vorschlag anguckt von Dominik und ein bisschen guckt, was auch die Schattenberichterstatter, wovon ja zwei hier anwesend sind, weiter verhandeln, dann sehen wir, dass das ein System auch ist, wo eine geografische Balance, aber auch zum Beispiel eine Gender Balance, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ist aber auch wichtig, sichergestellt wird. Und da ist es eben die Frage, wie man das konzipiert. Und dann kann man das auch hinkriegen. Und ich denke in der Tat, dass das dann demokratische Prozesse sein müssen. Man kann nicht alles hier in dem europäischen Wahlrecht regeln. Wir haben ja auch die Verordnung 1141, wo es um die europäischen Parteien geht, um die Finanzierung. Ich finde zum Beispiel es immer noch bizarr, dass die europäischen Parteien gerade vor Europawahlen eigentlich gar keine Kampagnen im Moment mehr machen dürfen. Das Gegenteil müsste ja eigentlich der Fall sein, dass wir auch da, dass wir das ja als parallele Prozesse sehen und dass wir da, was die Ausstattung und auch die Handlungsmöglichkeiten europäischer Parteien anbelangt, dass wir das auch da verbessern wollen und miteinander in Einklang bringen. Und ich glaube schon, auch was Nikolai gesagt hat, wenn wir solche Auswahlprozesse haben, eben für die transnationalen Listen, ist das schon ein erster Schritt sein kann, nicht nur der Europäisierung, sondern auch ein Stück europäische Öffentlichkeit wieder zu schaffen und eine Sichtbarkeit auch für den Prozess. Und davon könnten aus meiner Sicht europäische Parteien dann auch tatsächlich profitieren, weil für mich ist die Frage schon wichtig immer, dass es demokratische Verfahren geben muss und dass wir eben auch zur Europäisierung beitragen, dadurch, dass wir nicht, wie Sven das gesagt hat, eben, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Regelungen, wie in den Mitgliedstaaten die Kandidatinnen und Kandidaten für das Europäische Parlament aufgestellt werden. Und wir hätten jetzt hier dann eine Regelung, die wirklich europäisch ist und einheitlich und wo man sagen kann, am Ende, die Abgeordneten werden nicht unterschiedlich sein, aber wir haben tatsächlich einen weiteren Schritt geschafft, sozusagen der Europäisierung auch als Gegenentwurf zu einer weiteren Renationalisierung. Die beobachten wir im Rat ganz stark, die können wir aber auch in dieser Periode, finde ich, sehr stark im Europäischen Parlament sehen, auch eine nationale Instrumentalisierung. Und ich denke, dass so ein Gegenentwurf in einem Maß, das vertretbar ist, nachvollziehbar und wo man sagt, jetzt nicht eine Revolution, sondern ist in der Tat eine Reform, dass man das dann auch entsprechend hinkriegen kann. Vielen Dank, Frau Bischoff. Ich schaue auf die Uhr und wir haben leider keine Zeit und mir wurde gesagt, dass ich bloß nicht überziehen soll, weil es Montagabend ist und alle wahrscheinlich Hunger haben. Deswegen muss ich leider hier Schluss machen. Wir werden aber sehen, ob wir 2024 bei den nächsten EP-Wahlen tatsächlich transnationale Listen haben und Spitzenkandidaten. Ich bin sehr gespannt und bin auch sehr gespannt, ob die Mitgliedsländer das auch wirklich durchbringen werden, weil wenn man in Brüssel ist, weiß man, dass oft der Rat blockiert oder zumindest ist das mein Eindruck als Ringschenkerin. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Rednerinnen und Rednern, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Parlamentarier haben immer sehr viel zu tun, deswegen ist es schon fast ein kleines Wunder, dass sie alle hier zusammen sind. An Manuel Müller für die tolle Einführung und natürlich an die Europa-Union für die Organisation und vor allem an euch als Teilnehmende, dass ihr so proaktiv teilgenommen habt. Es tut mir wirklich leid, dass ihr jetzt nicht mehr alle eure Fragen stellen konntet, aber ihr kennt sicherlich
fällig eure EP-Abgeordneten und könnt sie auch direkt anfragen. Und es gibt auch noch weitere Veranstaltungen, und zwar von der UEF. Ich weiß nicht genau wann, aber schaut auf der Webseite. Transnationalen Listen werden definitiv ein Thema bleiben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die AFCO-Ausschussentscheidung, wenn sie bald kommt. So, so viel dazu. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend euch allen. Danke. Ciao, ciao. Schönen Abend.